Willkommen zurück zu einer allianzhaften Folge von Star Wars The Republic mit unserer tapferen helle Seite-Marodeure. So, wir sollen jetzt hier mit Hilo Wiss reden und das machen wir dann jetzt nochmal. Hey Commander, habt ihr einen Moment? Was habt ihr auf dem Herzen? Wir geben unser Bestes, um die Versorgungslinien aufrechtzuerhalten, aber die meisten Leute, mit denen wir arbeiten, tun das nicht gerade aus reiner Nächstenliebe. Wir können dieses Unternehmen nicht nur durch guten Willen und geliehene Credits betreiben. Von wem nehmen wir dieses Geld an? Es ist besser, wenn ihr das nicht wisst, aber ich würde es wirklich vorziehen, nicht mehr von ihnen abhängig zu sein. Aber ich bin nicht nur hergekommen, um mich zu beschweren. Ich kenne da einen Kerl, der immer dann auftaucht, wenn jemand etwas braucht. Er hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht wirklich ausschlagen können. So gern ich das auch würde. Ihr solltet euch mit ihm treffen. Also, was ist er? Eine Art Kredithai? Nein. Nur ein Lügner. Betrüger. Und Dieb. Man kann zumindest darauf vertrauen, dass er erledigen kann, was er verspricht. Hört ihn an. Na los. Also, das war eine interessante Ablenkung, aber ich glaube, es ist Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Ich gehe mit. Wirklich, Lana? Jetzt? Ich passe. So früh? Muss ja eine tolle Hand sein. Dann zeigt mal. Aber wie? Ihr habt jede gute Hand abgeworfen und in der ganzen Runde keine Karte gesperrt. Die Chancen sind astronomisch. Ihr habt betrogen. Selbst wenn es so wäre, wollt ihr als ehemalige Geheimdienstchefin wirklich zugeben, dass euch ein zwielichtiger Fremdling reinlegen konnte? Du hast ja keine Zeit verschwendet, am Kartentisch ein Massaker zu veranstalten. Das ist meine bevorzugte Hinrichtungsart. Commander, der unzuverlässigste Gauner der Galaxis. Unzuverlässiger Gauner, die Kommandantin. Sie hat nie viel von Formalitäten gehalten. Gold Renault zu Diensten. Der ist, glaube ich, ein Gefährte vom Soldaten oder vom Schmuggler. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oder vom Jedi-Botschafter. Ach, verdammt. Hallo Gold. Wie ich höre, habt ihr ein Angebot für mich. Das ewige Imperium hat die letzten 5 Jahre damit verbracht, jede Welt in der bekannten Galaxis zu plündern. Wie würde es euch gefallen, diese Raubzüge für uns in Gewinne zu verwandeln? Ich höre. Ich weiß zufällig, wo sie ihre ganze Beute lagern. Und noch besser, ich habe einen todsicheren Plan, ihnen all ihre Schätze unter der Nase wegzustehlen. Ich brauche nur die Hilfe von einigen fähigen Partnern, um den Plan durchzuführen. Was wird mich dieses großzügige Angebot kosten? Vorerst nur euer Wort. Und danach teilen wir die Beute gerecht auf. Halbe halbe. Gerechter geht es nicht. Habt ihr schon mal von der Gilded Star gehört? Nein, überlegt das gar nicht. Das habt ihr nicht. Sie ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse des ewigen Imperiums. Eine schwebende Schatzkammer, die in den Tiefen eines gewaltigen Gasriesen kreist. Das Schiff und der vergrabene Schatz warten auf uns wie ein nettes kleines Paket. Okay, vielleicht nicht klein. Aber nach meiner Einschätzung ist das die größte Ansammlung von Reichtümern seit dem Hutten-Imperium. Also, seid ihr dabei? Ich bin dabei. Wenn ihr bereit seid, die Show zu starten, begeben wir uns nach Vandeen, um etwas Vorarbeit zu leisten. Ich freue mich schon darauf, Partnerin. Ah, das ist ein Schlitz, so ein Gauner. Ich präsentiere Vandeen.
Wagt euch besser nicht zu nah an die Kante, außer ihr wollt euch von der Aussicht tatsächlich den Atem rauben lassen. Ihr habt nicht erwähnt, warum wir hier sind. Ein riesiges Schiff, voll mit Credits. Klingelt da was? Es schwimmt irgendwo da draußen, außerhalb der Sicht- und Scan-Reichweite. Der Magnetismus hier lässt die Sensoren völlig verrückt spielen. Ich hoffe, ihr habt keine billigen Zahnfüllungen. Mit anderen Worten, da draußen finden wir die Gilde Star niemals, was ein Grund mehr ist, mit den Vorbereitungen anzufangen. Zum Beispiel könnten wir das letzte Mitglied unserer illustren Gruppe abholen. Wie viele Leute brauchen wir denn? Ungefähr ein halbes Dutzend. Dazu fehlt uns noch genau einer. Na, dann machen wir mal bei seiner... Er sollte sich in einem Lagerhaus in der Nähe der Docks befinden. Gaunerei mit. Ich zeige euch den Ort, wenn ich ihn sehe. Gut, treffe ich mit dem letzten Mitglied von Sieht dort. Sieht ja schon besser aus. Alles klar, dann... Flipsen wir da mal hin. Also dieser Plan, den ich erwähnt habe, dafür brauchen wir den besten Identitätsfälscher in diesem Teil der Galaxis. Das Problem ist nur, dass er sich da drinnen schon seit einer Weile versteckt. Er wird nicht besonders erfreut sein, Besuch zu haben. Besonders dann nicht, wenn diese Besucher sein Versteck ohne Vorwarnung ein paar tausend Parsecs weit weg transportiert haben. Seid auf der Hut. Also habt ihr ihn entführt? Ich würde es eher als Wohnortwechsel bezeichnen. Wenn ich mich nicht irre. Es heißt immer, der Ruhestand sei eine tolle Gelegenheit zum Verreisen. Warum kommt ihr nicht her und seht euch das neue Panorama an? Tiresius, ihr habt ja Nerven, mir eure hässliche Visage noch einmal zu zeigen. Tiresius? Nur ein Deckname, den ich für eine Weile benutzt habe. Aber den kennt jetzt niemand mehr. Ich glaube, ihr verwechselt mich mit jemand anderem, mein Freund. Ich heiße Gold Renault und ich habe einen geschäftlichen Vorschlag für euch. Ihr könnt mir nichts vormachen, Tiresius. Ich kenne euer Gesicht wahrscheinlich besser als ihr selbst. Was meint ihr damit? Er kennt meine Arbeit gut. Ich habe ihm sogar einen perfekten Doppelgänger gemacht. Besser als perfekt. Meine Version hat nicht geredet. Ich habe diesem Betrüger oft genug dabei geholfen, seinen eigenen Tod vorzuscheuchen. Dieses Mal wird es echt sein. Ein kleines Geschenk für eure Gastfreundschaft. Heutzutage kann man beinahe alles bestellen. Oh, da kommt noch mehr.
Ihr schafft es immer noch nicht, die Dinge einfach auf euch zukommen zu lassen. Ihr Perfektionisten müsst endlich lernen, dass es so etwas wie eine sichere Sache nicht gibt. Warum rekrutieren wir jemanden, der euch töten will? Er ist derjenige, der seinen Groll nicht begraben kann. Nachdem ich seinen Körper dupe gemacht hatte, hat der Halbmaster da in meinem Namen angelogen. Weil Dredger tatsächlich der Einzige ist, dem ich zutraue, dass er das hinkriegt. Es hat mich alles gekostet, in diesem kleinen Gefängnis versteckt zu bleiben. Jedes Mal, wenn ich glaube, dass ich gehen kann, wird meine aktuelle Identität verraten. Ist das wahr? Gut, vielleicht habe ich Dredgers vorzeitigen Ruhestand unterstützt. Aber diese Kiste ist gemütlicher als ein Sarg und ein besserer Ort, um darüber nachzudenken, wie dumm es war, mich reinzulegen. Aber hey, das sind alte Geschichten, oder? Ich bin mehr als gewillt, das alles zu vergessen, wenn ihr einen letzten Job für mich erledigt. Tja, als ob ich euch nochmal helfen würde. Hört zu, Dredger. Ich weiß nicht viel über euch oder darüber, wie das Leben da draußen momentan ist. Aber die Dinge stehen schlecht. Wenn ihr euch auf irgendwas freuen wollt, wenn ihr irgendwann da rauskriecht, solltet ihr uns helfen. Und wenn ihr glaubt, dass es jetzt schon schwierig ist, unter dem Radar zu leben, wartet, bis das ewige Imperium seinen Feldzug durch die Galaxis beendet hat. Ich mache diesen dummen Job. Festhalten, Dredge. Und macht euch mal wieder mit dem Konzept Körperhygiene vertraut. Jetzt liegt nur noch eine Etappe vor uns, bevor wir zum amüsanten Teil kommen. So, gut, dann latschen wir mal weiter. Irgendwo muss ja die letzte Kontaktperson sein. Die Minute, meine Herren. Es freut mich, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Ich gehe davon aus, dass es keine Probleme mit meiner Bestellung gab. Wir haben sie hier. Habt ihr unser Geld? Natürlich, aber es wäre nachlässig von mir, wenn ich mir nicht zuerst die Ware zeigen lassen würde. Ich glaube, ihr müsst mir mehr über diesen Plan erzählen. Zu dem Teil kommen wir, sobald wir hier fertig sind. Habt ihr unser Geld? Was das angeht, ich glaube, wir sollten noch mal über den Preis reden, da ich nicht die ganze Rakete brauche. So etwas dachte ich mir schon. Startsequenz initiiert. Ziel erfasst. Totale atomare Zerstäubung in T-60 Sekunden. Ihr Huttensohn! Stopp das! Nö. Seid ihr wahnsinnig? Psst, nicht während der Verhandlungen. T-55 Sekunden. Sprengkopf scharf. Leidenskoeffizient auf Maximum. Dafür werdet ihr bezahlen!
Trottel. Abbruchsequenz abgebrochen. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Was hat sie mit diesem Ding gemacht? Na los, na los. Keine Reaktion. Gibt es irgendwelche Leitungen, die ihr durchtrennen könnt? Ja klar, Dutzende. Wisst ihr, welche die richtigen sind? Sabotageversuch entdeckt. Notfallsprengung in 5 Sekunden. Netter Versuch, Trottel. Ich weiß nicht, ob ihre Neuverdrahtung furchtbar oder genial geworden ist. 3! Beinahe! 2! Ich kann es kaum erwarten! 1! Wett, ich hab es gewusst! Die Stimme kam mir gleich bekannt vor. Aber ich dachte, ihr wärt... dass ich euch hier sehe. Oh gut, ihr beide kennt euch. Das erspart mir die Mühe. Hast du den Sprengkopf oder warst du zu sehr damit beschäftigt, deine Sprüche zu üben? Ja, ich habe ihn, alter Grießkram. Allerdings glaube ich, dass diese Erbsenhirne mittlerweile bemerkt haben, dass nichts explodiert ist. Ich versuche, sie abzulenken. Es wird Zeit, dass wir uns dünn machen. Wir sehen uns im Versteck. Tschüss. Ja, Wett ist back. Geil. Das wird noch eine Weile wehtun. Okay, aber ich denke mir mal, dass wir uns da zum seinem Versteck durchkämpfen müssen, weil die Erbsenhirne mitbekommen haben, dass nichts hochgegangen ist. Kunamo. Schaffen die Sicherheitsstätte von den Sicherheitsdruiden. Na gut. Jetzt hier den dritten Seherstruiden. Ach, da hinten. Dort ist er hier. Da muss ich wohl nochmal zurück.
Ah, ne, da. Da ist er. Ja, schon besser. So. Dann das gleiche Spiel nochmal. Sieht ja schon besser aus. Gumba, Gigi no Lia Magichisa. Wer auch immer da gerade gesprochen hat. Hört sich an wie ein Hut oder so. Wenn ihr euch immer noch fragt, warum ihr hier seid, wir brauchen euch nicht für irgendeine Tibana-Gasbetankung. Da unten in den Tiefen der Atmosphäre wartet ein Tankkreuzer darauf, aufzutauchen. Und er hat mehr Edelmetall an Bord, als sich ein Hutte träumen lassen könnte. Und während die Gilded Star an der Himmelsplattform ihre jährliche Nachschublieferung einlädt, rauben wir sie aus. Woher wisst ihr überhaupt davon? Ein kleiner Vogel hat es uns gezwitschert. Oder ein Maulwurf, wenn ihr so wollt. Selbst wenn ihr wisst, wo das Schiff ist, verfügt es immer noch über schwere Verteidigungen und eine Kammer, die auch dann noch intakt bleibt, wenn alles andere atomisiert wurde. Die meisten Leute würden sie als uneinnehmbar ansehen, aber wir sind nicht die meisten Leute, oder, Senja? Ihr scheint tatsächlich viel über unser Ziel zu wissen. Ja, und das sollte ich wohl auch. Die Aufsicht über die Gilded Star gehörte zu meinen Aufgaben, als ich noch Valkorion diente. Dann sind Sie mit den Betriebsprotokollen an Bord vertraut. Ich bezweifle, dass es noch dieselben sind. Ihr müsst das Ding nicht fliegen. Nur Scorpio zum Kontrollzentrum des Schiffs bringen. Wir werden niemals so weit in das Schiff eindringen können, ohne entdeckt zu werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die hohe Richterin Valen überall hingehen kann. Ihr wollt, dass sich Senja als Valen ausgibt. Wir haben den besten Identitätsfälscher aus diesem Teil der Galaxis und eine größtmögliche genetische Übereinstimmung. Ich könnte Valens Gensequenz niemals genau genug rekonstruieren. Aber ich könnte passende Datenfehler in ihrem Ausweis simulieren. Gerade genug, damit wir uns einen Weg hindurchmogeln können. Die liebe Mami kriegt das hin, oder? Sobald Valen und ihr Attaché-Droide an Bord sind, begeben sie sich zur Brücke, übernehmen die Kontrolle über das Schiff und ermöglichen uns, unseren Teil zu tun. Zum Beispiel die Kammer zu knacken. Sie wird nicht über das Netzwerk gesteuert. Also müssen wir in den Bauch des Schiffs kriechen, um den Mechanismus zu erreichen. Dazu brauche ich eure Hilfe. In der Zwischenzeit koppeln Lana und Koth die Luftschleuse an einen Transporttanker, den ich organisiert habe, um die Fracht zu sichern. Wie sollen wir eine ganze Schiffsladung aus der Kammer tragen, ohne geschnappt zu werden? Oh, wir werden gar nichts aus der Kammer heraustragen. Rein? Tja, das ist eine andere Sache. Erinnert ihr euch daran, wie Senja erwähnt hat, dass die Kammer jeglichen äußeren Einflüssen standhalten kann? Das trifft auch auf das Innere zu. Der Sprengkopf. Ganz genau. Im letzten Schritt schneide ich mit der Desintegrationsbombe rein. Sobald sie ihre Arbeit getan hat, pumpen wir die Atmosphäre in den wartenden Tanker und hauen ab. Wie lautet der Plan, um sicher zu verschwinden? Sobald das Teil explodiert, wird die Crew das merken. Dann müssen nur alle den Transporter erreichen, bevor sie uns schnappen können. Und da wir nicht mal mehr einen Tag haben, bevor die Gilded Star in den Hafen einläuft, schlage ich vor, dass sich jeder mit seiner Rolle vertraut macht. Entschuldigt den Streich vorhin. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr hier oder überhaupt am Leben seid, hätte ich es abgeblasen. Aber endlich habe ich ihn erwischt. Wie lange hast du es denn schon versucht, Vett? Wir haben nicht so oft zusammengearbeitet. Also vielleicht ein Dutzend Mal. Er ist gerissen. Es ist immer noch kaum zu glauben, dass ihr hier seid. Wie lange ist es her, dass wir euren alten Boss gejagt haben?
5 Jahre? Habt ihr euch übel den Kopf gestoßen? Mit Gedächtnisverlust und so? Ich war in einem Block aus Carbonit gefangen und hatte nur meine Träume, um mir die Zeit zu vertreiben. Das klingt übel, aber hey, besser als tot zu sein, oder? Waren die Träume wenigstens gut? Verängstigte Massen und marschierende Imperiale? Was anderes fällt mir bei euch nicht ein. Ich sah euch alle sterben, während Drom und Kas brannte und das Lachen des Imperators in meinen Ohren widerhallte. Ich weiß, dass Sith ja anders ticken, aber das nenne ich eher ein Albtraum. Ein Albtraum, aber nicht mehr. Ich bin immer noch hier. Die anderen auch, soweit ich weiß, also keine Sorge. Das heißt nicht, dass es keine schwere Zeit war. Wenn ihr vorher schon dachtet, Sith wären hinterhältig, hättet ihr sie mal sehen sollen, als Ma und ihr nicht mehr da wart. Ohne euch gab es für mich keinen Grund, bei ihnen zu bleiben, also habe ich sie bei ihren Machtkämpfen nicht weiter gestört. Ich hoffe, das war in Ordnung. Du konntest dich in Sicherheit bringen. Das ist alles, was zählt. Es gab ein paar Stolpersteine, aber die Partnerschaft mit Captain Zwielicht war eine meiner besseren Entscheidungen. Verratet ihm das nur nicht. Ich sollte mich für den großen Auftritt warm machen. Captain Zwielicht. Wir plaudern ein anderes Mal weiter. Da meint sie Quinn mit. Der ist auch noch verschollen. Und Bohnmark und Jessa. Und Pierce ja auch. Gleich geht's besser. Ah, jetzt haben wir sie als Partnerin. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe einen guten Aussichtspunkt in der Nähe der Himmelsplattform ausfindig gemacht. Geht besser in Position. So, ich bin jetzt hier in dem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen, ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.